Heute darf ich euch mit einem selteneren Panzer begrüßen, und zwar dem M6A2E1. Das ist ein Premium-Panzer, gespielt von Tulaven aus dem Clan Wusa. Ja, der Panzer ist nicht erhältlich, kann man auch in keiner Weise mehr bekommen, kaufen, irgendwo durch Missionen erspielen, sondern der ist einfach weg. Und dementsprechend sieht man den immer seltener und ich glaube sogar auf meinem Kanal das erste, zweite Mal vielleicht höchstens, aber ich glaube sogar das erste Kanal, erste Mal. Und der Durchschlag ist 198 mit Normal und 245 mit Premium, also für einen schweren Panzer auf jeden Fall schon mal ganz, ganz ordentlich. Hat halt diesen extrem hohen Aufbau. Und dadurch, dass man ihn so selten sieht, wissen auch so die Leute so ab und an die Weak Spots nicht. Aber die frontale Panzerung unten an der Wanne, da kommt man immer durch. Auch der Drehkranz zwischen Turm und Wanne, da kommt man auch ganz gut durch. Also das sind so zwei so Spots. Die Kommandantenkuppel, die ist gar nicht so hoch, also die ist eher schwieriger zu treffen natürlich. Aber unterm Strich kriegt man da schon immer einen Schaden, sofern man ihn denn vor sich hat. Ich beneide den Spieler ja schon stark um diesen Panzer, also ich hätte ihn auch gern. Das wäre so ein Premium-Panzer, mit dem ich, glaube ich, auch gut arbeiten könnte. Auch die Gun Depression sieht man gerade ganz gut, aber natürlich durch den hohen Aufbau ist er aber auch mit einer hohen Gun Depression leicht zu hitten. So, da drüben IS und VK. Da war er ein bisschen überrascht, glaube ich. Deswegen hat er da nichts getroffen. Würde mich an dieser Stelle mal interessieren, wer von euch hat denn den Panzer? Und wie sind denn eure Erfahrungswerte bisher so zu diesem? Wow, das ist aber ein kruder Mix aus Kameraführung. Da, jetzt kommt schießen. Ja. Der erste Abpraller vom AMX, der jetzt hier hinterhalb steht und gerade von irgendwas anderem rausgenommen wird. Er steht hier sehr offen in der Straße, ist mutig. Muss man aufpassen, dass die Lorraine ihn nicht umfährt, aber ich glaube, das passiert gerade nicht. Der AMX da ist schwer zu hitten, dürfte so nichts werden. Ja, halt ab, weil einfach der Winkel zu spitz ist. Jetzt ist er offen. Und er hat jetzt hier keine so wirklich schönen Ziele. Der Gegner ist hier eigentlich da hinten gut aufgestellt. Aber die S8 da vorne macht es, hält die Straße ganz wacker. Und er will jetzt wohl die Lorraine mal holen. Und da ist sie. Da prallt er leider wieder ab. So, immer. Wo ist die Lorraine? 3:2 steht es gerade für den Gegner. Da haben sie jetzt in der Stadt gut aufgeräumt. Lorraine im 1-on-1 ist natürlich schon eine Nummer, mit dem Magazin muss man da aufpassen. Ah, da hat ein Fitzelchen nur gefehlt. Ne. Da ist eigentlich klar, dass die nicht da stand. Er hat normale Verbrauchsgüter, bis auf den Feuerlöscher, da hat er automatischen drin. Das ist natürlich mittlerweile fast Standard, dass der automatische Feuerlöscher genommen wird. Hilft er natürlich unterm Strich sehr viel. Die Lorraine jetzt hier, ich dürfte jetzt auch schon fast leer sein, schätze ich mal. Aber da ist auch noch ein Tiger. 5:6 gerade. Jetzt geht er auf den Tiger P. Gott sei Dank hat er da Unterstützung vom AMX, weil zu lange nachladen lassen sollte die Lorraine auch nicht. Nein, da hat er. Da wollte er unbedingt schnell den Kill-Shot machen. Allerdings war er dann doch zu nervös. Aber jetzt hat er ja den Tiger P in aller Ruhe. Und da klappt es auch mit dem Nachbarn.
Tiger P hält weiter auf ihn drauf. So, Lorraine beschimpft erstmal den Amix 50 als Retard. Naja, ärgert sich wohl sehr stark, dass er rausgenommen worden ist. So, jetzt ist der weg. Jetzt ist der Löwe noch da. Ja, Lorraine packt es noch nicht so ganz, dass es da die Zerstörung nach sich gezogen hat. Schieß doch! Ja. Und man sieht, auch Löwe verzweifelt hier ein bisschen, gerade an der Panzerung. Und gerade der Löwe hat auch einen guten Durchschlag mit 234. Also jetzt nicht so, dass man mal sagt, der Löwe, der ist da hier unterlegen. Ganz im Gegenteil. So, Super Pershing. Super Pershing kommt durch. Hat zwar Bremen geschossen, aber egal. Auch das ist natürlich ein Mittel, wenn man nicht mehr so wirklich weiß, dann Premium laden, aber auch hier jetzt mit Premium gerade nicht durchschlagen, T34 abgeprallt, jetzt nochmal der ES2, also man muss da schon wirklich, wirklich schießen und aimen, weil sonst ist da nix mit Kills. So, jetzt macht der AMX wohl den Super Pershing weg. Oder auch nicht. War wohl im Reload, dementsprechend hat er dann den Killshot bekommen. 3154 Schaden bisher. Der ES2 ist jetzt auch ein One-Shot. 4 Kills bräuchte er noch zum Krieger. Ist ein bisschen unwahrscheinlich, aber den kriegt er auf jeden Fall. Da wird mich jetzt alles andere wundern. Ja, mit Auto-Aim und weg damit. So, und jetzt heißt 2 gegen 3 der AMX und er hier gegen den Tiger, also 2 Tiger 2, 2 Königstiger und ein Pershing. Und was natürlich der Nachteil auch ist an diesem Panzer, auch dass er so hoch ist, kann er sich nicht so leicht verstecken wie manch anderer. Da hinten der Tiger. Er bräuchte jetzt alle Kills dafür, dass er noch den Krieger klar macht. Der ist ein One-Shot, aber auch für den AMX leider. So. Ja, schön. Da macht er ihn. Der Pershing ist auch ein One-Shot für beide. Und der Tiger zu seiner Rechten, der hat ein bisschen mehr noch. Aber machen sie jetzt gut. Hier die Aufteilung, eine kleine Zangenbewegung auf den Gegner zu. Und er selber hat natürlich noch ein komfortables HP-Polster gerade. Das macht schon angenehmer. So, und jetzt geht er auf den Tiger drauf. Wobei, da muss er aufpassen, weil er ist eigentlich auch offen für den Pershing. Hat jetzt hier Premium geladen, weil ist natürlich jetzt klar, jetzt will er die Runde gewinnen. Nein, da schießt er daneben. So, Tiger schießt in den Boden. Bisschen zu schnell auch von ihm. Hätte er sich Zeit lassen können. Jetzt schafft das, ihn hier zu hitten. AMX sagt, dass er zurückfahren soll, aber das glaube ich, wird er nicht machen. An seiner Stelle würde ich da auch ganz klar sagen, das mache ich mal ein bisschen. So, Tiger, mit dem nächsten Schuss könnte er schon raus sein. Auch wieder Abpraller, es ist Wahnsinn. Und dann nimmt er den raus, sehr schön. Und jetzt noch der Pershing da drüben. Einen bräuchte er noch für den Krieger. Oder der AMX denkt sich, den dritten mache ich jetzt auch nochmal, dass ich auch noch den Kill bekomme. Ja, jetzt fragt er sogar, ob er ihn bekommen darf. Mal schauen, ob der AMX reagiert oder aber sagt, nee, ist mir egal. Und da ist er. Oh, und der sagt, okay. Das heißt, er lässt ihm hier den Kill. Jetzt darf es nur nicht zu lange dauern. Geschwindigkeit von dem Panzer aber auch absolut akzeptabel, wie ich finde. Da gibt's nix. Für den schweren Panzer. Und jetzt der Pershing. Da kann er nicht mehr viel machen. Ah, er verschießt nochmal.
Rammen wird er ihn wohl nicht können, also muss er auf den nächsten Schuss warten. Und dann war's das. Oh Gott. Naja, so, jetzt aber. Da macht er den Killshot, macht seinen Krieger klar. Naja, wie gesagt, sehr schöner Panzer. Ich beneide hier Tullaven für diesen. Ich hätte ihn auch sehr gern, aber man kann nicht alles haben. Von dem her, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser seltenen Ausgabe. 4.645 Schaden, 3.870 geblockt. So kann man doch das stehen lassen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.